Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von God of War. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß nicht so ganz, was wir hier machen sollen. Ich weiß auch nicht, was er da macht. Er schmiedet irgendwas. Ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben doch eigentlich vorhin hier das Tor wieder aufgemacht. Das heißt, wir können hier wieder raus. Habe ich im Gears of War oder God of War gesagt? Ich weiß es nicht. Okay, da hier sind wir neu. Die werden doch gleich lebendig, dann werde ich doch mit euch. Warte mal. Weiter! Weiter, weiter, weiter. Da wird ein regulärer Weg sein. Da ist auch noch irgendwas. Diese Typen mit den Hämmern machen mir so ein bisschen Sorgen. Jetzt geht's. Eben ging's nicht. Interessant. Jetzt die Frage, ist das der reguläre Weg oder ist das einfach nur... Was brauchen wir denn? Blau brauchen wir. Also Macht. Ach, dieses Geschrei. Dann immer dieses, die Musik dazu. Das finde ich so... geil gemacht. Oh. Kratos? Das sieht nach einem Schwert aus. Woher kennst du mich? Du bist der Geist Spartas. Jeder weiß, wer du bist. Jeder hat Angst vor dir. Das hat seine Gründe. Ich fürchte dich nicht. Warum nicht? Gut, dass du keine Angst hast, Kind. Angst ist eine große Bürde. Ich bin kein Kind, Kratos. Ganz egal, was du nun bist. Ich habe etwas zu erledigen. Kratos, bitte. Du musst mich befreien. Die Suche nach Freiheit ist auch eine große Bürde. Ich kann dir nicht helfen. Klinge des Olymps lässt Gegner den Zorn der Klinge spüren. Lässt gehen die Dinge. Okay. Die Klinge des Olymps ist wieder in deinem Gesicht. Lass Spartas Rage deine Klinge stärken. Okay, lädt die sich auf durch normale Schläge? Ja, okay, die lädt sich durch Kommen. Ah, okay. Frage ist, lädt die sich nur durch Schläge auf oder lädt die sich dauerhaft auf? Hm. Da müssen wir also hin. Müssen wir da lang. Sieht aus, als ob das der Hauptweg ist. Ich will nochmal zurück. Ich kann nicht zurück. Kann zurück. Okay, das ist ein Rage. Okay. Diese Klinge ist Rage-Modus. Die lädt sich auf und dann, okay, gut zu wissen. Aber da war doch eben noch ein anderer Weg.
Könntest du mal mich loslassen? Okay, das gab gut Orbs gerade. Noch. Oh, das ist noch eine. Ich sagte, da war noch was. Okay, da geht's nicht weiter. Das gab gerade richtig gut Action. Nehmen wir auch noch mit. Wie gesagt, ich habe mich eigentlich gedacht, dass die Typen hier sich noch irgendwie einschalten, die da stehen. Anscheinend wollen sie nicht mitspielen. Okay. Ja, ist auf ein 50-50, welcher Weg der richtige ist. Nein, beide Wege sind richtig, aber... Jetzt kommt wieder so ein Jump-on-One-Part. So viel bringt die gar nicht. Ich bring gerade mal 15 Orbs eine Kiste. Ja, genau 15. Das war lame. Ah, das war doof. Damit hätten wir hingemacht. Scheiße. Ah, so dumm. Ja, ich weiß. Neustart. Da, okay. Kann ich leben. Ah, nee, siehst du? Ah, wie gesagt, so viel bringen die gar nicht. 15. Das ist ja lame. Da haben gerade die Vasen mehr gebracht. Die haben nämlich gerade 20 gebracht. Moment. Was ich gerade ausschalten soll. Es ist einfach ein schönes Spiel. Ich meine, wenn ich so alle 1-2 Tage immer mal so 4 Folgen aufnehme, dann komme ich da auch gut hin. Meine könnten ruhig mehr bringen, so 50 pro Kiste, das wäre cool. So. Genau. Nein, nein, oh, fick dich doch, warum habe ich, ich hab die falsche Taste gedrückt? Oh. Okay. Jetzt müssen wir mal beobachten, steigt das... Ne, der Rage-Motor steigt nur, wenn ich was töte. Habe ich das Gefühl. Ja, also der steigt nicht jetzt. Ah, das wird noch lustig, wenn wir dann auch noch Darksider spielen. Uiuiuiui. Will ich ja auch noch spielen, bevor der dritte Teil rauskommt. Mal schauen, wie oft wir das hier noch machen müssen.
Aber ich weiß nicht, wie. Ah, okay. Speicher mal hier, bevor wir wieder runterfallen. Machen wir hier nochmal wieder über einen Speicherpunkt hin. Noch irgendwas? Ich weiß, dass wir da lang müssen. Da war der Fokusfeind da zu sehr drauf. So, wer die Seele eines wahren Gottes besitzt, darf passieren. Also ich darf nicht passieren. Ich bin nur ein kleiner dummer Spartaner. Dieses Geschrei, ey. Das ist so episch. Was brauchen wir denn? Also es ist eh nur Leben. Ah ne, wir warten mal. Nämlich, die zwei werden wahrscheinlich jetzt aufwachen, genau. Was muss ich drücken? Oh, es war ein Kopf. Aber. Au. Muss ich jetzt jeden einzelnen Kopf runterholen? Okay, letzter Kopf. Okay, nächster Kopf. Easy. Es dauert ja richtig lange, bis der Rage aufgeladen ist. Genau deswegen wollte ich mir. Genau deswegen wollte ich mir die Kiste da unten aufbewahren. Komm schon, mal auf die Butze. Oh Gott, das ist wieder eine Kiste. Wir brauchen Blau. Oh,
Komm schon, ladet meinen Rage hier schön auf. Läuft. Okay. Achso. Knöpfchen drücken. Palast des Hordes. Willkommen, Spartaner. Komm rein. Mach es dir bequem. Danke dir. Dieses Mal bleibst du für immer. Och nö. Mach hier erst ein paar Sachen kaputt. Das hier. Denken wir, das brauche ich draußen. Okay, wir lassen es aber erstmal stehen. Wir gucken erstmal, wo wir es bräuchten. So, was haben wir hier? Oben geht irgendwas auf. Okay. Okay, dann geht die wieder zu. Heißt, wir müssen da relativ... Ah, warte mal. Okay, wir bauen das nicht... Diese Mistviecher gehen mir so auf den Sack, das glaubt ihr gar nicht. Ich denke mal, wir können das... Ja genau, dann werden wir... Machen wir mal das nach oben. Genau, geht das nämlich da oben auf. Dann können wir das vielleicht runterklemmen, das ist so mein... Okay, irgendwas verändert sich. Okay, dann können wir da hochklettern und da hoch. Okay. Ja, ich bin schon ein kleiner Schlauer. Ist hier noch irgendwas? Speicherpunkt. Nehmen wir natürlich immer mit Speicherpunkte. Okay. Ah, das ist, kommt dir immer näher, weißt du das? Da ist auch noch was drin. Da. Ah. Spartas Rage, deine Klinge stärken, Kratos. So, warte mal. Hab dich. Au. Au. Ja, ist ja gut jetzt.
Ich hab dich, mein Freund. In your face. In your face. Leider keine goldenen Orbs. Die goldenen laden meinen Rage wieder auf. Wir haben mal was gelernt. Da ist noch eine Leiter nach oben. Gut, dass man immer solche Wege geht. Gut, mein Lieben, aber ich würde mal sagen, wenn wir jetzt die Kisten aufgemacht haben, dann machen wir mal Feierabend für heute. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ist hier noch irgendwas? Drei Phönixfedern erhalten. Was? Guck mal. Opfern. Opfer angenommen. Verbesserung. Magie. Ah, okay. Ah, dafür ist das also da. Weiter. Okay, ich will nicht wissen, wie viel wir da schon übersehen haben von. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao.